Hallo und herzlich willkommen zu Risen 3 Titan Lords. Wir haben uns letztes Mal hier in dem Gnomendorf ein wenig umgeguckt und haben auch ein Aurikulki noch bekommen. Ja, wir müssen auch noch die anderen zurückholen. Ich bin jetzt gerade noch ein wenig lost. Haben wir mit dem schon gesprochen? Guck mal, Homie, hinter dir! Hast du mir gerade eine Münze geklaut? Golmut, totes Leid. Hier hast du Münze wieder. Geht doch. Tja, so sieht's aus. Moment mal, der hat mir doch... Hast du das richtig gesehen? Hat er mir gerade... Der hat mir die gleiche Münze gerade nochmal geklaut. Hast du gerade die gleiche Münze nochmal geklaut? Es tut mir leid. Golmu kann nicht beherrschen seine Finger. Hier, nimm Münze und geh. Golmu sich schämt, dass er wurde erwischt. Und diesmal darf ich sie behalten? Du besser nicht kommen, Golmu, zu nahe. Golmu hat sich nicht unter Kontrolle. Seine Finger klauen von alleine. Nein, Golmu. Golmu muss sich zusammenreißen, nichts zu klauen. Hier hast du Münze zurück. Ja, daran hätte ich mich erinnert, dass wir da schon mal waren. Ja, wir waren hier unten. Und genau, hier oben habe ich mich nicht wirklich rausgetraut, weil es dunkel war. Das ist es jetzt immer noch. Aber jetzt ist es bei mir auch dunkel. Das heißt, ich kann tatsächlich was auf dem Bildschirm erkennen. Das ist sehr cool. Und das heißt, wir können hier mal raus. Was ist eigentlich mit Bones? Irgendwie sehe ich den irgendwo. Bones wartet. Ja, das heißt, wir sind jetzt hier wieder irgendwo, wo wir ein Aurikulki finden müssen. Frage ist nur wo und vor allen Dingen ist die Frage, wie kommen wir hier ungesehen weiter? Können wir mal in den Schleichmodus wechseln. Ich wollte schleichen. Das dauert dann aber auch ewig. Ja, warte mal, Moment mal, das ist doch... Oh, Krallenaffe. Wow. Ich dachte, der schläft weiter. Ich darf doch in dem Gebiet, muss ich doch aufpassen, dass ich nicht zu viel kämpfe. Nicht, dass ich hier irgendwas töte, was ich nicht töten darf. So. Hier war man nämlich noch nicht, glaube ich. Ich komme jetzt langsam, wie gesagt, ein bisschen durcheinander. Oder war das das, wo wir uns mit der Liane abgeseilt haben? Ja, das war doch das mit der Liane hier, oder? Oder nicht? Doch. Genau, das war das hier. Hier waren wir schon. So, sag mal, das gucke ich mal gleich mir das mal auf der Karte an. Das ist hier unten. So, das war jetzt gerade mein Handy, dass mein Akku gleich leer ist. Ja. Also das war jetzt hier. Und das andere war. Das heißt, wir gehen jetzt hier auf jeden Fall wieder zurück. Zurück, habe ich gesagt, ja. War letztes Mal kein Krallenaffe, oder? Na gut, komisch. Ja, vielleicht sind es auch wirklich andere Gegner, wenn es dunkel ist. So, nee, jetzt habe ich mich... Oh, jetzt habe ich mich verfranst, glaube ich. Wo geht's denn hier rein? Hier darf ich ja dann jetzt auch Stress machen, ohne dass es irgendwie zu viel Stress gibt quasi. Weil ich ja jetzt hier eigentlich schon das Aurikulki entsprechend entfernt habe. Aber wir gehen lieber mal auf Nummer sicher. Okay, hier gibt's noch eine kleine Tür. Ich aber nicht durchkomme. Ein Handspiegel. Was ist das? Das ist alles hinten dran, ne? Gold, zack, da ist vorne dran. Und das Gold, das hier rumliegt, auch. Na komm. Einmal alles einsammeln. Ja, ein Stück habe ich vergessen. Jetzt wird die Frage, wie wir denn da... Und vor allen Dingen, aber wir kommen durch die Tür jetzt halt erstmal
Nicht, ne? So, aber jetzt gucken wir doch mal, dass wir wieder zurückkommen. Nicht, dass ich mir jetzt doch hier irgendwie Ärger einhandle. Okay. So, das war das Tor, genau, das war mit ihm. Gut. Dann war hier der Teleporter, hier war der Friedhof. Was war hier? Können wir erstmal reinschleichen. Falls einer drin schläft. Na, der sieht uns aber, das war jetzt vielleicht. Tu Slova? Nee, ich schleich nicht mehr. Wer bist denn du? On Homi? Tu Dango Gno? Me Gno Klopper Kopper. Lango. Bla bla, Aurikulki oder so. Homi kaka ein Lango von Gno. Gno kaka ein Lango von Homi. De Fotogranne. Nix bla bla. Okay, kein Wort verstanden. Na dann. Nochmal ansprechen. Nix bla bla. Dis Gno nö Lango, Homi. Okay. Das war der Rätseldings. Ich bin wirklich. Heute ist echt nicht so mein Tag, glaube ich. So, was war mit... Du komm auf Insel von Gno? Du haben keine fürchterliche Angst vor uns, Gno? Ihr seid winzig, nicht fürchterlich. Wir vielleicht klein, aber wir können machen großes Ärger. Du klauen vom Richtigen und geben dem Falschen. Du kannst bringen Imperien zum Sturz. Die ganze Welt ist auf die Glücklichkeit der Gno angewiesen. Wenn wir nicht glücklich, wir könnten vernichten die Welt. Etwas klauen hier, etwas geben da und schon tun sich alle hassen und wir Gno die Gewinner. Das hast du dir so ausgemalt, hm? Ich sage Wahrheit, Homi. Du dich besser vorbereiten. Wie kann ich mich vor euch schützen? Wenn du nicht wollen beklaut werden, du musst werden selber zum Klauer. Wenn Homi ein guter Thief werden will, er muss beachten verschiedene Dinge. Du darfst nicht sehen die Tasche, die du willst beklauen. Du musst werden die Tasche. Wie Wasser. Du musst sein wie Wasser, mein Freund. Ein guter Thief sein ist Kunst, Homi. Kunst, die ich dir kann beibringen. Bla, ne? Aber was kann er denn Schönes? Bring mir was bei. Jip, jip. Ah, okay. Kein Schloss ist verdammt. Schlösser knacken, Talent steigt um 10 pro Stufe, Meisterdieb und Silberzunge. Ja, das brauchen wir jetzt alles erstmal nicht. Und handeln auch nicht. So, dann gehen wir jetzt mal hier hoch, weil ich glaube, hier hoch sind wir noch nicht gegangen. Und ich frage mich immer noch, wo Bones ist. Den habe ich irgendwo irgendwie abgehängt. So, was gibt es da oben noch? Auch wie eine eingestürzte Mine oder sowas. Ne? Ja. Naja, gut. Können wir da nicht mehr so viel machen. Huch, geht's da mit dem Baumstumpf weiter? Mhm. Auch nicht so, doch hier hinten. Mhm. Jetzt verlaufe ich mich wahrscheinlich gerade gnadenlos. Oh, hier gibt's noch eine. Hier kann man jedenfalls erstmal hochklettern auch, aber da gibt es wahrscheinlich nicht wirklich was. Doch, Golderz. Aha. Okay. Und hier gibt es auf jeden Fall noch eine Ade für Jadebrocken, wobei wir diese Ade wahrscheinlich auch nicht wirklich... Ich glaube, Jade können wir jetzt gar nicht mehr verwenden für irgendwas. Aber naja, so what. So. Okay, mal wieder was Größeres. Wow, ja. Das ist ein Sumpfgolem. Aber Sumpfgolems mag ich, ja. Auch wenn Bones gerade mal nicht dabei ist. Der ist ein besonders guter Sumpfgolem. Der wehrt sich nämlich gar nicht. Der steht nur ein bisschen rum und langweilt sich. So. Golemherz erhalten. Aber wir müssen jetzt... Wo sind wir denn jetzt hier? Das bringt uns jetzt auch nicht so viel weiter. Ich glaube, ich markiere das jetzt mal mit dem. Mit den Aurikulki und danach. Ne?
Nördlicher Eingang in der Nähe im Lager mit Kobold. Nee, entlaufen. Haben wir Kobold. Genau. Hier, die große Reise. Die hier, die markieren wir jetzt mal auf der Karte. Und dann sehe ich nämlich, dass ich ganz woanders hin muss. So. Das ist nicht verkehrt. Das heißt, wir machen jetzt einfach hier den Weg rein und dann können wir ja außen rum schwimmen und da unten gucken. Oder ich schwimme da hinten? Naja gut, nee, ich gehe dann jetzt mal wieder zurück. Ne? Zurück ist das. Upp. Und danach laufen wir einfach nochmal so ein bisschen auf der Insel spazieren. Wenn wir uns quasi wirklich, wirklich frei bewegen können. So. Und jetzt, so wie es aussieht, hier unten entlang. Ja, mit dem haben wir gesprochen. Warte mal, jetzt müssten wir aber... Ah ja. Hier dann doch durch. Und dann aber doch bitte irgendwie... Hier unten entlang. Und dann kommen wir an dem nächsten vorbei. Hm? Oh. Wow! Und schreckhaft bin ich heute auch noch. Mann! Verpeiler, ich erinnere mich nicht mehr, was wir die letzte Zeit gemacht haben. Und ich erschrecke mich alle 5 Minuten. Oh Gott, ey. Herzinfarkt, Herzinfarkt, Herzinfarkt. Okay, jetzt aber hier mal schauen, weil wir sind jetzt ganz dicht dran. Hier kommt jetzt auch schon wieder irgendwas angekrabbelt. Ich wusste es doch. Ah, Gott im Himmel. Das sieht aber doch aus wie ein Gnom, oder? Der hilft uns doch hoffentlich. Okay. Da geht's tatsächlich länger lang. Dann reden wir jetzt erstmal mit dem Gnom. Vielleicht müssen wir dann sogar hier lang. Das ist doch einer, oder? Ja. Hallo, Melle. Psst, Homie. Warum so nervös? Warum bist du nicht nervös? Warum? Na, weil ich hier... Schon gut, Homie. Meli wartet auf den richtigen Moment. Und wenn Moment gekommen, Khan wird stolz sein auf Meli. Was genau hast du vor? Was hat Homie vor? Kannst du auch eine Frage ohne Gegenfrage beantworten? Schon gut, Homie. Meli weiß von Koboldlager in der Nähe. Dort böser Geist von Gno bewacht besonderes Dingi. Khan sagen, kein Gno stehlen Dingi. Wo genau liegt das Ding, von dem du sprachst? Kobolde haben errichtet ein kleines Lager hier in der Nähe, im Süden. In diesem Lager, du wirst finden das Dingi vermutlich auf einem Tisch. Khan zwar Gno verboten zu stehlen, aber Homie ist kein Gno. Und wenn Homie will stehlen, Dingi, besser passen auf. Nix töten Geist von altem Gno. Khan davor gewarnt. Wie komme ich ins Lager, ohne gesehen zu werden? Gibt 2 Wege, die Meli gesehen hat, um in das südliche Koboldlager zu kommen, Homie. Homie, geh in Richtung Südosten und kletter den Berg hinauf, um dort hinter das Lager zu springen. Hinten am Lager ist kleines Loch, aber dort passen höchstens Gnome und kleine Affen durch. Für fetten Homie wäre der Weg Richtung Westen besser. Wenn du von Westen aus zum Lager kommst, kannst du über großen Stein hüpfen. Der Weg ist aber gefährlicher, Homie. Scheinst dich hier ja gut auszukennen. Claro, Lucky hier, Lucky da. Ganz schön leichtsinnig. Pff, Meli fast erwachsen. Homie, nix Sorgen. Außerdem ist Meli bestens gerüstet für Kampf. Immer tragen seinen Pulverschlucker. Pulverschlucker? Homies sagen Pistole. Hast du schon mal damit geschossen? Geschossen? Wenn Gott so kommt zu nahe. Meli nehmen Pulverschlucker und verprügeln fiese Foe. Oh Mann, du hast keine Ahnung, wie man so ein Teil benutzt, oder? Hm, nee. Homie mir zeigen? Nein. Oh, dann Meli nix will haben. Hier. Tja, Meli.
So sieht's aus. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ah, was verdammt. Wohl wird sein, Melis Auriculti? Wir sollen jetzt einmal entweder hochklettern und dann runterfallen. Ah, das lese ich mir jetzt gerade nochmal durch. So. So. Trophäe des Südens. Zumindest jetzt da auf der Karte markieren. Questdialog, genau. Questdialog. So, Südosten, Berg hinaufklettern. So. Ah, Mann. Hier haben wir Süden. Südosten, also hier rum irgendwie. Hier kann ich wahrscheinlich hoch. Wir stellen uns mal Richtung Süden, ja, so hier dann irgendwie hoch. Okay. Oh, das sind die Kobolde schon. Das heißt, ich muss irgendwie hier den Berg hoch. Oder ich da, wo ich eben war, wahrscheinlich eher sogar noch hier. Ja, und diesmal habe ich mich nicht erschreckt, ausnahmsweise mal. So. Hier dann hoch, ne? Also weiter hoch aber, oder? Ah ja, das sieht doch danach aus, als ob wir hier hochklettern könnten. Jetzt habe ich die Höhle natürlich gar nicht untersucht da hinten. Aber wie gesagt, mir ist das eigentlich ganz recht, wenn ich erstmal hier alles mache, was keinen Ärger bringt. So. Gold, Gold, Gold. Ich kann an dieser Werbung auch noch, dieser Stelle auch noch ein bisschen Werbung machen, während ich hier versuche, wie man weiter hochkommt. Ich wollte am kommenden Dienstag meinen ersten Livestream machen. Ich habe derzeit halt, ich habe keine gute Internetverbindung. Entsprechend läuft der Livestream von beim Nils, mit dem ich das zusammen machen werde. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich hier weiterkomme. Und wer da Bock hat, kann natürlich gerne reinschauen. Ich poste euch mal den Link von seinem Streaming-Kanal in die Videobeschreibung. Aber es wird auch wahrscheinlich noch ein Trailer kommen. Es ist noch nicht ganz sicher, dass das gemacht wird. Aber wenn, dann wird's cool. So, und jetzt sagt mir mal bitte, wie ich hier weiterkomme. Echt hier. Da bin ich ja einfach wieder zu blind. Sollte es dann hier oben das Loch geben? Oder wie war das? Logbuch. Questdialog. Südosten geht einen Berg hinauf, um dort hinter das Lager zu springen. Hinten am Lager ist ein kleines Loch. Ja, aber hier komme ich nicht hinter das Lager. Also. Hier komme ich gar nirgends weiter. Scheiße. Das nützt mir ja gar nichts hier. Hier oben lang komme ich auch nicht. Oder? Oh nein. Jetzt hat mich ein Kobold gesehen. Das ist schon mal falsch dann der Weg hier, aber. Aber das sind nur die Kobolde. Das sind nicht die. Oh. Ich speichere hier an der Stelle mal. Nicht, dass ich dann den komischen. Wo sind denn die? Hier muss doch jetzt irgendwo eigentlich. Hier bin ich dann hinterm Lager quasi. Jetzt habe ich den Weg genommen, der ein bisschen unorthodox war. Aber bisher habe ich jetzt zumindest noch keinen Ärger bekommen wegen irgendeinem Geist. Jetzt bin ich auch hinterm Lager.
Ah, und da ist ein kleiner Durchgang, genau. Hätte ich da hinten irgendwie runterspringen müssen, oder was? Jetzt müssen wir mal gucken, wie ich mich jetzt in meinen Affen verwandle. Magie. Nee, Quatsch, nix Magie. Ich benutze den ja. Äffchen benutzen. So, komm, Äffchen. So, hier oben geht's rein. Ah, und das ist das. Das Geisterviech. Und auf einem Tisch soll das Ding liegen. Das müsste es doch sein. Dann nimm's doch. So. Tatam. Ja. Sehr schön. Wir speichern an der Stelle. Jetzt würde ich aber gerne mal wissen, was passiert, wenn wir so einen Geist erledigen. Ich mache das jetzt einfach mal. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei dem noch geht, weil wir jetzt ja das Aurikulki schon gekriegt haben. Ah, ein Feind! Questerfolg, Schamane, Sudi. Passiert jetzt auch kein Ärgernis, aber wir machen das jetzt einfach auf der friedlichen Variante. Bin ich entschieden für. So. Genau. Gut. Ja, wir haben jetzt, müssten das jetzt hier eigentlich auch angezeigt haben, ne? Drogen im Norden, genau. Jetzt haben wir das im Süden auch schon gemacht. Jetzt fehlt uns nur noch eins. Das machen wir aber, liebe Freunde, in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ja, und wenn ihr Lust habt, wie gesagt, Dienstag Stream, wahrscheinlich 18 Uhr. Ich schreibe euch das aber auch nochmal dann in die Videobeschreibung rein, wo und wann und ob das überhaupt stattfindet. Wie gesagt, das ist noch nicht ganz raus. Aber die nächste Folge, die kommt auf jeden Fall am Dienstag. Und ich hoffe, die seht ihr dann auch wieder. Und wir sehen uns dann da. Ciao!